Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, heißt ja immer. Heute stimmt es aber nicht ganz, denn wir stehen hier in einer exklusiven, wirklich außergewöhnlichen Wohnanlage mitten in Regensburg. Sie haben schon den Blick auf den Dom gesehen. Neben mir ist Wolfgang Herzog, einer der Vorstände des Regensburger Immobilienzentrums. Herr Herzog, wir stehen jetzt hier in einer Penthouse-Wohnung. Was ist das für eine Wohnung und gibt es sowas überhaupt noch in Regensburg? Ja, also Sie werden solche Wohnungen ganz, ganz selten finden. Wir haben hier einen Glücksfall, dass noch ein paar übrig sind. Die Wohnungen sind zwischen knapp 120 bis knapp 180 Quadratmeter groß, teilweise mit Kamin, sehr, sehr gehoben ausgestattet. Wir haben noch die Möglichkeit, einen gewissen Grad der Individualisierung für unsere Käufer durchführen zu lassen. Und sie werden sowas kaum kriegen. Also mit diesem Ausblick, es gibt vielleicht in der Innenstadt ein paar kleine Dachterrässchen, aber sowas wie hier werden Sie wohl kaum finden. Ist denn der Blick irgendwie verbaubar oder habe ich den für immer, wenn ich hier einziehe? Also gehen wir mal davon aus, dass das so bleibt hier. Sie sehen es, unverbaubar. Der Dom kommt quasi immer näher. Wir haben hier zwei Türme. Auf einem hier, auf dem Turm 4, befinden wir uns. Da haben wir noch zwei Wohnungen zur Verfügung. In dem Turm etwas weiter westlich ebenfalls noch zwei Wohnungen. Die sind für Kapitalanleger geeignet, aber auch natürlich für Eigennutzer. Es ist wirklich einzigartig hier zu grillen und zu chillen. Ich würde sagen, einfach zugreifen. Wir zeigen Ihnen das jetzt auch mal, denn es gibt hier sowohl eine Rasenfläche als auch natürlich eine große Dachterrasse. Und ich kann mir vorstellen, momentan wird zwar noch gebaut, man hört noch ein bisschen Baulärm, aber wie ruhig ist es denn dann hinterher, wenn hier alle Arbeiten fertig sind? Man möchte es ja nicht glauben, wir haben ja hier eine innerstädtische Bebauung. Die Straubinger Straße hören Sie kaum, da ist eine geschlossene Bebauung zur Straubinger Straße hin. Und im Süden, wo die Bahnlinie vorbeigeht, ist ein Landschaftspark mit einer Wallwandkonstruktion. Die Schallwerte sind hier hervorragend, also Sie hören quasi gar nichts mehr. Momentan, wie Sie schon sagten, noch leichter Baulärm, aber der ist in wenigen Monaten vorbei. Und dann ist das ganze Baugebiet hier abgeschlossen und dann gibt es nur noch ein paar Außenarbeiten und dann kann man sich hier richtig wohlfühlen. Die Penthouse-Wohnung in den Sky Towers, die erstreckt sich über zwei Etagen. Und bei mir ist jetzt noch Petra Merkel, sie ist die Verkaufsleiterin des Regensburger Immobilienzentrums. Frau Merkel, wie sind denn die Wohnungen, die Penthouse-Wohnungen geschnitten? Also die Wohnungen sind ganz besonders geschnitten. Wir fahren mit dem Aufzug wirklich vom Eingangsbereich hoch in den sechsten Stock und kommen da in eine super schöne, großzügige Wohnung, einen tollen Eingangsbereich, nicht wie man so oft kennt, dass man drinsteht und beengend ist, sondern man hat eigentlich schon den Hauscharakter. Dann findet man einen großzügigen Wohn-Ess-Bereich vor mit einer Küche, die dann noch eine Speise nebendran hat, mit offenem Kamin. Das gibt es eigentlich gar nicht bei Wohnungen. Dann haben wir noch einen Balkon, einen sehr großzügigen Balkon nach Westen. Zwei schöne große Räume, ein großzügiges Bad mit Belichtung. Und dann kommt das absolute Highlight, man geht nochmal eine Treppe nach oben. In den siebten Stock quasi und da sieht man dann die Dachterrasse, das ist einmalig, das ist wirklich einmalig. Die Dachterrasse hat eine Größe von guten 50 Quadratmetern, das gleiche nochmal als Dachgarten, also richtig mit Rasengrün. Ja, sowas muss man sich natürlich einfach mal selber anschauen. Wenn jetzt jemand Interesse hat, der kann direkt zu Ihnen kommen. Was können Sie dem denn eigentlich noch am besten zeigen, wenn Sie zusammen mit den Kunden hier mal auf der Dachterrasse stehen? Sehr, sehr gerne. Also das ist, wie Sie sagen, eine Wohnung, die wir auf dem Grundriss gar nicht so darstellen können. Da kommt die ganze Vielfältigkeit nicht rüber. Und am allerbesten ist wirklich das, sich vor Ort anzuschauen. Jetzt wird es auch wieder einen Tag der offenen Tür geben. Wo informiere ich mich denn am besten, wenn ich da mal kommen möchte? Wir werden das auf unserer Homepage präsentieren und in den Internetportalen. Die Homepage-Adresse ist einfach www.immobilienzentrum.de. Da haben wir immer alle Neuigkeiten. Dann Ihnen schon mal vielen Dank. Ja, wenn Sie beim Tag der offenen Tür reinschauen wollen, dann schauen Sie einfach auf die Internetseite oder Sie lassen sich dann einen ganz individuellen Termin geben. Und wir reden jetzt noch ein bisschen über die Lage und über das neue Viertel. Was hat es denn so mit der Infrastruktur auf sich? Wie nah bin ich an der Innenstadt, vielleicht mal an der Donau oder welche Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch hier? Also Einkaufsmöglichkeiten haben Sie sensationell. In der Straubinger Straße, 300 Meter entfernt von hier, ist ein neuer Rewe-Markt entstanden. Das ist, glaube ich, einer der größten in Bayern mit mehreren tausend Quadratmetern Einkaufsfläche. Wir haben hier ein Ärztehaus, wir haben eine Apotheke, wir haben eine Kindertagesstätte. Also ist hier alles Mögliche geboten und Sie sind fußläufig in gut 10 Minuten im Zentrum.
Also ich bin der Meinung, wenn man sich für so ein Objekt interessiert, dann müssen Sie das selber einfach mal anschauen, denn wir können jetzt hier viel reden, wir können Ihnen Bilder zeigen, aber den Ausblick, den müssen Sie vielleicht am besten selbst genießen. Und bei Interesse melden Sie sich einfach beim Immobilienzentrum Regensburg, dann können Sie die Wohnungen hier jederzeit auch mal anschauen.